Hallöchen. Moin. Hallo. Ja, wir haben wieder eine unbekannte Stimme dabei. Ja. So unbekannt ja, ist so ja unbekannt, nicht. Ja. Das ist der Maius. Leicht ja. Verschnupft. Hallo. Leicht verschnupft. Ja. Es ist ja auch schon kalt. Wir haben ja jetzt schon mitten im Dezember hier. Ja. Ich hab mir dann gestern doch mal gedacht, hey, T-Shirt ist doch nochmal so das Wetter zu. Deswegen gehst du jetzt nackt. T-Shirt ist scheiße, ich habe nichts anderes. Ja, ich habe das lange Netzteil angezogen. Das Laptop-Netzteil. ja gut. Ja, wir haben hier unseren Weihnachtsmarkt wieder mal vorgeknöpft und den wollen wir dies natürlich ein bisschen weitermachen. Beziehungsweise reparieren. Kraui repariert. Ich bastel was Schönes und Maius macht auch ein großes Geheimnis draus, was er macht. Denn er weiß es noch nie. Ich bin mir noch ein bisschen, ja, aber es wird schon. Ja. Okay. Ach, ja. Dir wird schon was einfallen. Vom letzten Jahr ist jetzt übrig geblieben der Creeper, der steht auch noch. Wir haben hier nichts verändert. Nee. Fertig. Kann ich jetzt gehen? Nein. Das ist vom Joe Blow vom letzten Jahr gewesen. Dann haben wir hier diesen hochprofessionellen Schneemann. Oder Schneeente genannt. Krauis kleines Missgeschick hier. Wir wollten ja bloß den Berg hier hinten entfernen. Ja. Das kannst du ja jetzt machen, bevor du. Ach, ist er weg. Ach, der ist ja weg. Okay, der ist weg. Ja, naja. Nee, gut. Auch nicht wirklich. Taichi konnte leider nicht. Der hat sich. Pisst. Heute. Ja, nee, der muss momentan kurbeln für sein Internet. Genau, der wollte nie. Da was durchkommt. Der wollte schnelleres haben. Genau, der Weihnachtscreeper, ich gesagt. Und hier halt der Eingang mit ein paar Geschenken und so weiter. Das Texture Pack vom letzten Jahr konnte man leider nie nehmen. Wir sind ja nur mittlerweile bei 1,7. Das Texture Pack letztes Jahr haben wir mit 1,4 gemacht. Ja, war das nur die 1,4? Ja. Zeit vergeht, oder? Oh ja. Och ja. Genau. So. Ich brauche jetzt noch ein Plätzle. Wir fangen einfach direkt an. Ja, ich mache jetzt wirklich den Berg nur weg. Oh oh. Gucke ich mir lieber mal an. Wir sind im Creative Mode. OMG. Schön weihnachtlich ist hier alles. Wir sprengen heute wieder. Na, jetzt ist nur kein TNT am Baum, das steht da noch. Maius macht sich schon mal Platz. Ja. Dumme ist, ich wollte Kranz in die Nähe vom Weihnachtsbaum setzen, aber ich finde die Idee gerade nicht mehr so gut. Das wird gleich wieder. Warte, ich muss bloß noch hier ein bisschen wegschwingen. Das und wird dann gleich wieder. Ich glaube, ich in dem Texture Pack ist TNT nicht keine Geschenke. Doch. 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 Ja. Grüne. Das war Zufall. Okay. Da war ich aber auch froh drüber, dass wenigstens das geklappt hat. Aber ich meine, wir haben da auch gerade Erde im Baum, ne? So? Naja, hier diese Pilzerde. Ja, ein bisschen Dreck im Baum halt. Ist halt dreckig, ja. Der Baum. Das ist natürlich gewachsen. Der steht ja auch schon Jahren, oder? Na eben, der ist ja. Ein bisschen eingestaubt. Ein bisschen eingestaubt. Ja. Ich bin auch gleich soweit. Ach so? Ja, ja. Das ist aber schön. Das sind nur Kleinigkeiten, die hier gesprengt werden. Ich weiß zwar nie, wieso der jetzt hier den ganzen Berg weiter sprengen will, weil der Baum hat ja eigentlich genug Platz. Aber ich denke mal, da wird es dieses Jahr ein größerer, ein bisschen breiterer, weil der sah ja letztes Jahr doch schon ein bisschen mickrig aus, auch vor der Sprengung. Er war zwar hoch, aber nie wirklich breit. Ja, doch, aber muss ich jetzt Platz schaffen. Ich durfte mir auch nie viel Urteil mit meiner Schneeente hier laufen, glaube ich. Überdimensionierte Ente. Ja, wo baue ich das jetzt hin? Warte, ich mache dir schon Platz. Ach, ich soll hier hinten bauen, oder was? Na, mir egal. Hier hast du gleich Platz. Oh, das gibt ist ja nett. Sogar verschiedenfarbiges Glas jetzt. Ja, mittlerweile verschiedenfarbiges Glas. Schnee gibt es in 8 Stufen, Höhen.
Ja. Und, ach hier, und Clay auch verschiedenfarbig. Clay, ja, genau. Lehm auf Deutsch, genau. Wolle gibt's auch verschiedenfarbig. Blumen neue, okay. Alles neu für mich. Ich war schon echt lange immer. Teppich, ja. Krass. Endlich gibt's Teppich. Häcksle, ja. Hecki, Slash, ich komme nicht gerade auf den Namen. Raute Neuland halt, wollte ich sagen. Du Gott. Soll ich ihn hier bauen? Das sieht ja dann aus, wenn ich das hier drauf setze. Du musst ein bisschen verschönern. Eieieiei. Was denn? Alles schick, ja. Ich mach erstmal das Ufer wieder ganz, ja, weil das sieht ja jetzt schon aus wie Hubert. So, jetzt müsste so halbwegs erstmal gut sein. Ja. Kleinigkeiten, die hier weggesprengt werden müssen, aber ansonsten passt das. Man den See wieder stilllegen. So, kann ich hier anfangen? Was denn? Mir hier was zu bauen? Mit der Kraterlandschaft. Ja. Ah. Ich glaube, das Spreng hat es eigentlich jetzt nie so gebraucht. Das hätte nie sein müssen. Doch, das ist hätte der Berg sein müssen. Ist aber weg. Ja, das ist wichtig. Dafür ist jetzt ein Loch. Ja, eben. Ah, das ist erstmal egal. So. Löcher sind schneller wegzumachen als Berge. Aha. Also streiten. Denkst du immer noch? Ja, das sind noch Kleinigkeiten. Die hier weg müssen. Off? Ja, ich muss aber hier noch Kleinigkeiten, Unebenheiten wegmachen. Das wird glaube ich nichts mit dem Baum. So, jetzt bin ich soweit. Jetzt ist der Grau in Weihnachtsstimmung. Jetzt hat er seine Aggression des Jahres rausgelassen. Sprengungen. So. Da kommt noch was hin. Und da jetzt brauche ich was Schönes. Oh. Äxte. Sieht das schön aus? Ach, das könnte was werden. Echt hübsch hier. Das wird noch. Ja. Das jetzt hier wieder aufbauen muss, ja. Ist ja auch nie viel. Diesmal wird alles besser. Ja. Vor allem, warum baue ich denn dort eigentlich? Das weiß ich selber nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich hier hin soll. Das ist doch eine Kraterlandschaft hier hinten. Die muss so sein. Ist ja nicht mal Weihnachten. Da kannst du deine Kreativität freien Lauf lassen. Super. Ich glaube, ich baue erstmal den Kranz auf. Oh, Erfahrungspunkte. Danach verschönere ich das rundherum einfach. Bringt sonst nichts. So, boah, hier erstmal eine ebene Fläche. Die eine Kraterlandschaft nicht ermöglicht. Doch. Und Miles, was hast du gefunden? Ich baue jetzt erstmal einen Weihnachtsmannschlitten. Ein Weihnachtsmannschlitten? Ja. Ja. Zumindest halt. Also mit den Möglichkeiten von Minecraft. Auf jeden Fall besser als graue Sprengung. Das stimmt gar nicht. Die Sprengung hatte seinen Grund. Man muss halt sich nur einreden, dass es einen Grund hat. Ja, genau. Eben. Schön, dass er das jetzt wenigstens eingesehen hat. Gibt es jetzt inzwischen auch sowas wie Seile, die man spannen kann? Zwischen Blöcken oder so? Nee, nie zwischen Blöcken. Zwischen Viechern, nur für, wa? Nur für Pferde und so, ne? Ah, Pferde. Könnte natürlich auch richtige Pferde nehmen und irgendwie so tun, als würden sie, ne? So. Willst du jetzt hier Pferde quälen oder was? Mal gucken, ob das klappt. Na, ich bin mal gespannt. Vor allem, wie groß sollen die Pferde werden? Ganz normal groß. Wie aber ein Pferd der halt groß ist. Ja, der Schlitten halt so. Wie ein Schlitten. Überdimensional halt und dann kleine Pferde unten dran. Nein. Oh, ich hab grad die Idee. Du bringst den Rest auch. Nee. Kann man diese Pferde dann noch irgendwo festmachen? Ja, am Zaun. An den Zaun. Ach, ja. Das ist ja
Tausch. Kann man mehrere Pferde am einen Zaunstück festmachen? Das weiß ich nicht. Das musst du ausprobieren. Kannst du an den Zaun festmachen? Seil. Das ist mir jetzt neu. Ja, bei dir sind sie auch in die Schlucht geflogen. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Traue ich meist deine Pferde ja grundsätzlich in Schluchten. Dafür konnte ich gar nicht. Natürlich. Hättest du ja ein bisschen aufpassen müssen. Vor allem, du bist ja mit dem Pferd runtergeflogen in die Schlucht. Weil ich das nicht steuern konnte. Daylight-Sensor ist ja krass. Kann man jetzt also eine Abendbeleuchtung machen. Ja, muss es negieren, ne? Ja. Warte mal, Armbeleuchtung machen, alles kannst du. Alles. Was? Armbeleuchtung? Armbeleuchtung, genau. Der Wahnsinn. Ich kann jetzt eine Armbeleuchtung machen. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Oh oh, geht das wieder los? Wie sieht denn das aus? Ja, so wie der Krater hier wahrscheinlich. Über wie viele Blöcke kann man so ein Pferd anschnallen? Wie bitte? Über wie viele Blöcke kann man so ein Pferd anschnallen? Wie weit das dann fern kann. Ist ja dann frei beweglich. Naja, das muss schon irgendwie eingesperrt werden. In den Gatter. Ja, realistisch so an dem Weihnachtsschlitten. Dass man den Zaun vor die Pferde ein. Das ist wichtig. Ja, ich habe jetzt bald mal eine gerade Fläche hier. Cool. Die ich dann nochmal komplett mit Erde ausdecken darf. Mal gucken, was so ein Pferd macht, wenn es auf einem einzelnen schwebenden Block steht. Stirbt ganz schnell. Nee, das ist robust. Man kann seine Pferderüstung anziehen. Davon habe ich schon mal was gehört. Ja, aber die findest du eigentlich nur, also, wenn wir jetzt in dem Creative fern, findest du die nur in Dungeons. Die kann man nicht selber craften. Oder du findest auch, was auch neu ist, in Truhen in der Festung vom Nether. Ja. Nethers. Born-Eier für Pferde? Gibt's ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schleim gibt's auch, ja. Ja, nee, von. Nee, Schleim. 3. Warum die einzigsten Mobs, die neu hinzugekommen sind? Viel mehr gibt's noch nie. Eigentlich war für die End 7 feindliche Mobs angesagt, aber haben sie nie gemacht. Ja, nee, haben lieber eine neue Welt gemacht. Ne? Fand ich doof. Findest du doof? Nee. Also, es ist jetzt halt schön, ja, schön, soll ich sagen, abwechslungsreich, aber irgendwie ist das auch nicht mal so Minecraft, du baust irgendwas und tralala, weil wenn du in einem Ort länger bleibst, dann werden die Mobs auch immer schwerer. Da werden es immer mehr. Ach so, das ist ja krass. Das finde ich so ein bisschen doof, weil eigentlich baust du ja irgendwo dein Niederlass und erkundest die Welt, aber kommst doch wieder zurück normalerweise. So ja. Sehe ich das, aber zum Beispiel wir spielen im Let's Play selten nur noch mit Monstern, weil wir bauen ja sonst, wenn wir nicht gerade in der Höhle sind. Ja. Und wenn da 6 Creeper auf einmal vor dir spawnen, ich weiß nicht. Das ein bisschen Haubel. Na, wie in der Innenhöhle, wo wir waren. Ja, selbst Höhlenerkundungen, ja, also da hat man schon gute Ausrüstung, aber naja. Passiert. Will ich jetzt nicht drüber reden. 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße. Was ist denn deine glorreiche Idee? Hm? Was ist denn deine glorreiche Idee? Das ist keine Chlor. Ach naja, das weiß ich noch nicht, ob ich das umsetze. Das sag ich noch nicht. Sag mal noch nicht. Nee, das sag ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege. Sagst du noch nicht. Komm mal. Bungee Jumping. Horses. Aber hey, ich hab fliegende Pferde. Geil. Sieht so aus, als würden die sich aufhängen, aber. Na, die überleben's ja. Also kann's ja gar nicht so schlecht gehen bei uns. Pferdezimmer entfernen. Hier ist die Peter anklopft. Ja,
Der alte Peter. Klingt ja pervers, wenn die sterben. Ja, das stimmt. Ah, die sind echt zäh. Was ist denn jetzt schon wieder passiert, Cory? Ich muss schon wieder sprechen. Ja, Crowley ist auch richtig in Weihnachtsstimmung. Ja, ja. Das, wo wir hier mitten im Dezember reingerufen sind. Ja, ich kann ja nicht dafür, wenn immer das Zeug im Wege steht. Kann man es nicht einfach wegmachen? Nee. Das ist im Creative-Modus ja auch total schwierig. Echt kompliziert, deswegen wird es gesprengt. Ich höre die ganze Zeit nur Bang. 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 Der Baum ist ja bestimmt gleich weg, wa? Nee, nee, da ist noch nicht mal angerührt groß. Okay. Dort sprengt er. Ja, ist schön, wenn das TNT auch wegfliegt vor allem. So, jetzt dürfte es soweit okay sein. Also ich bin gerade an der Rekultivierung oder so. Renatürlichisierung. Oh, jetzt kriege ich hier so ein blödes Babypferd raus. Muss das Futter geben, aber wächst es. Hab's getötet. Das ist natürlich auch Mist, das sind ja alle extrem so in Weihnachtsstimmung, wie man merkt. Klappe! Und freu dich! Da war die Ansprache wegen Weihnachtsstimmung nicht so richtig erfolgreich. Was soll denn das heißen? Ich bin eine Ansprache. Du, die welche Ansprache? Ja, ich meine. Ich meine ja bloß. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier unten ist Kohle. Unglaublich. Kohle, Kohle, Kohle. Na, das ist Cover. Nicht uns. Das war ein Cover. Sorry. Bau jetzt erstmal den Kranz und mach ich den Rest. Anders machen, außer hier die ganze Zeit Ebenen. Sieht aus mit Pferden. Eigentlich müsste man denen noch irgendwelche Geweihe aufsetzen können, dann sieht es wenigstens einigermaßen aus. Ja.